Moin moin liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zur Kanalschau für den Monat August 2016. Junge, Junge, ein Monat ist rum und es hat sich so viel getan. Wir haben jetzt derzeit 596 Abonnenten. 596. Wir haben vor einer Woche, vor einer Woche, vor einem Monat haben wir die 500 Abonnenten gefeiert. Und jetzt ist ein Monat her und wir haben 95 Abonnenten, sehe ich gerade live. Hat sich wieder einer von mir verabschiedet. Ist nicht schlimm. Ich habe lieber einen treuen live als einen, der nicht so gerne bei mir ist. Aber mein Dashboard sagt trotzdem 596 Abonnenten. So, wir machen mal wieder ein Dashboard-Update, Analytics der letzten 28 Tage. Wir haben ein Plus von Abonnenten von 79 in den letzten 28 Tagen. Wir haben Videoaufrufe in den letzten 28 Tagen von 9.452 Klicks. Das ist für die Größe meines Kanals, muss ich ganz ehrlich sagen, überfliegerartig. Eine Wiedergabezeit von allen zusammengerechneten Videos, die in den letzten 28 Tagen abgespielt wurden, von 61.962 Minuten. Ich möchte jetzt nicht nachrechnen, ich habe jetzt auch nicht nachgerechnet, aber es ist der Wahnsinn, Leute. Es ist der absolute Wahnsinn, was hier im Moment abgeht. Ich weiß nicht, warum meine Abonnenten sagen zwar immer, hey, du bist so klasse, du bist so super, finde ich auch toll, freut mich auch. Aber ich frage mich, warum das jetzt auf einmal so abgeht. Macht auch nichts. Ich denke mal, Train Fever wird da ein großes Projekt mit drin sein. So, kommen wir jetzt zu den Themen. Ich mache erstmal eine Übersicht, damit ihr ungefähr wisst, was Sache ist. Thema ist Spin Tires, LS15, Cities in Motion 2, Euro Truck und American Truck Simulator, Train Fever. Thema Discord kommt auch wieder drin vor und zum Schluss machen wir noch ein bisschen Brainstorming, Ideen, Sorgen, Nöte, Anträge, sonstiges. Und ganz am Ende habe ich natürlich noch eine Überraschung. Ja, was wäre eine Kanalschau ohne Überraschung? Gut, fangen wir an mit Spin Tires. Spin Tires haben wir ja ein Mega-Projekt gemacht. Der Dustin, glaube ich, war das. Ich weiß es gar nicht mehr. Seid mir nicht böse, wenn ich es jetzt nicht genau weiß, wer mich angeschrieben hat. Auf jeden Fall gab es jemanden, der mir auferlegt hatte, im Multiplayer mal eine Mod-Map zu spielen. Und er sagte, das ist die schwerste Mod-Map, die es derzeit für Spin Tires gibt. Hat mir den Link dazu gegeben, ich mir die runtergeladen, angeguckt. Ich sage, alter Schwede, echt jetzt? Ja, war auch wirklich so. Eine riesige Map. Wir haben 2 Stunden gebraucht bis zur ersten Werkstatt. Und hat auch richtig Spaß gemacht, guckt es euch an und wir werden da mit Sicherheit auch nochmal reingucken, weil auch andere wirklich großes Interesse an Spin Tires haben und wir werden da auch weiter noch machen mit Spin Tires. Wann? Nicht hundertprozentig festes, aber mit Sicherheit was Spontanes und Lustiges, wenn das alles drin vorkommt. Ich sehe gerade, da ich diese Kanalschau heute mal live mache, Loda hat mir gleich mal geschrieben, It's TNT Man war das. Also ist hier ein Team, schönen Dank für die Einsendung. So, LS15 Server. Der D-Rex hat in der Community auf Discord aufgerufen zu einem LS15 Projekt. Ein eigenständiges, ohne meinen Dazutun. Hat gefragt, wer Bock hat, LS15 zu machen. Und stellt jeden Abend um 19 Uhr einen Server zur Verfügung bei sich zu Hause sozusagen. Und man kann von 19 bis, naja, maximal 23 Uhr halt abends mit den Leuten zusammen zocken. Das finde ich eine ganz geile Sache. Deswegen möchte ich hier euch nochmal dazu aufrufen, wenn ihr da Lust zu habt, könnt ihr gerne daran teilhaben. Dazu müsst ihr euch nur auf unser Discord Community mit einloggen. Die Links dazu werde ich natürlich wieder unten in die Beschreibung schmeißen. Er hatte mir eben noch gesagt, eben noch mit ihm gesprochen, ob das okay wäre, wenn ich ein bisschen Werbung dafür mache. Er sagte, maximal 8 von 8 hätte er Platz. Sind natürlich immer jeden Abend ist nicht jeder da. Von daher ist immer mal ein Platz frei oder man wartet halt mal einen Tag oder ein anderer sagt mal, hey, ich kann heute mal verzichten, kann ein anderer mit drauf. Oder wenn das wirklich irgendwann zu groß wird, dass wir dann vielleicht sogar einen Server dafür zur Verfügung stellen. Aber das weiß ich noch nicht. Es wird mit einigen Mods gearbeitet. Ja, wie gesagt, auf Discord direkt anschreiben oder ins TS kommen. Alles weitere wird dann geklärt.
So, kommen wir zum nächsten Thema, Cities in Motion 2. Der Multiplayer wird leider weiterhin pausiert. Der Helge ist, wie gesagt, gerade in der Hochzeitsphase. Danach kommt eine Umzugsphase. Also es kann sich noch 1 bis 2 Monate leider hinziehen. Ja, wir werden den Singleplayer fortsetzen. Der kommt ja nicht ganz so schlecht an. Ich glaube, das reicht euch als Überbrückung auch. Wir haben ja nun anderthalb Jahre fast haben wir das gemacht, ne? Dieses Cities in Motion Projekt mit Helge. Das ist ja nun schon die vierte Staffel, die starten würde. Aber kommt auch spätestens zu Weihnachten haben wir das alles wieder im Griff. Von daher seid mir nicht böse. Cities in Motion 2 bleibt weiter im Singleplayer auf der Hamburg-Map. Aber wir haben noch viel Platz zum Bauen und viel Luft nach oben und viel Gebiete noch abzudecken. So, als nächstes Thema ETS2, ATS Multiplayer. Weiterhin wird es Konvois geben. Ich schätze mal so alle 2 Wochen sonntags. Dann könnt ihr gerne mitfahren. Als nächstes müsste ATS mal wieder dran sein, weil wir haben in letzter Zeit sehr viel ETS gemacht. Ich hoffe, der Gedenkkonvoi kommt sehr gut bei euch an. Wenn ihr da noch nicht reingeschaut habt, schaut da rein. Es dreht sich halt um die Sache mit den Anschlägen der IS auf deutsche und französische Städte. Wir haben in ETS2 haben wir die Städte angefahren, haben dort der Opfer und der Anschläge angedacht, der Familien und ja, schaut selbst rein. Also es ist toll, wie viele Leute da mitgemacht haben und wie gut es ankommt, auch in der Community. Vielen, vielen Dank dafür. Richtig, richtig cool. So, es ist ja heute Abend eigentlich Train Fever Abend, Train Fever Livestream. Jetzt habe ich mir überlegt, es hatte mal jemand gesagt, ich glaube, das war sogar Regel, wo ich gesagt habe, dass ich eventuell auf 27p runterstufen möchte. Der sagte, es lässt sich halt sehr schön ansehen, wenn man weiter auf 1080 bleibt. Jetzt streame ich natürlich in 1080. Aber es sieht trotzdem nicht so toll aus, als wenn man die Sache aufnimmt. Weil die Qualität, wenn ich die aufnehme, ohne zu streamen, kann ich natürlich in höhere Bitrate aufnehmen und dadurch halt bessere Qualität aufnehmen. Jetzt ist meine Überlegung, wollen wir weiterhin das als Live-Projekt machen, dass wir einmal die Woche einen Livestream machen, ich diese Videos schneide und und bereitstelle sozusagen 2 bis 3 Mal die Woche, oder sollte ich wieder eigene Videos machen und wir machen eine Livestream-Welt wieder? Das ist jetzt halt so meine Überlegung. Das würde mich auch interessieren, was ihr dazu denkt. Von daher schreibt es in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Mir macht beides Spaß. Mir ist es eigentlich egal. Ich kann mir das beides ja sozusagen live angucken, weil es bei mir stattfindet. Von daher überlegt euch das mal. Und sagt mir was dazu. Ja, Discord-Thema kommt jetzt. Wie gesagt, Train Fever könnten wir natürlich dann auch nochmal Nordic DLC zum Beispiel anfangen. Mal gucken. Ich weiß nicht, wann Transport Fever rauskommt. Ich bin ganz heiß auf ein Transport Fever, aber es gibt noch kein Release-Datum. Nächste Woche ist leider erst die Gamescom. Ich denke mal, da wird man nachher ein bisschen mehr erfahren. Der Trailer sieht gigantisch aus und ich bin richtig, richtig gespannt drauf. So, kommen wir jetzt nochmal zum Discord-Thema. Discord, werde ich natürlich wieder eine Soforteinladung plus Link zum Download in die Beschreibung machen. Also wenn ihr gerne mit zur Community dazugehören wollt, wir sind jetzt mittlerweile 32, glaube ich, die mit in Discord drin sind und sich jeden Tag ja, quatschen, zusammen und unterhalten zum ETS-Konvoi, so einen kleinen Konvoi machen und weil sind ja alle eigentlich mit dabei, die auch mit den Livestream immer mit dabei sind. Von daher könnt ihr gerne, gerne damit raufkommen. Ich bin auch jederzeit erreichbar darüber. Von daher ist das schon völlig in Ordnung. Kommen wir jetzt zum letzten Part. Das habe ich sonst nie gemacht. Das möchte ich jetzt eigentlich aber gerne mit aufnehmen. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Sorgen, Nöte oder irgendwelche anderen Sachen habt, die ihr mir zutragen wollt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare machen. Ihr könnt mich aber auch per PN anschreiben oder über Discord oder über Facebook. Das könnt ihr gerne alles machen. Ich höre mir das gerne alles an. Ich kann nicht immer helfen, aber wenn ich helfen kann, dann werde ich helfen. Und das ist natürlich absolut kein Problem. Ja, sonstiges. Wenn ihr irgendwas habt, wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Weil nur dann kann ich eventuell besser, schlechter kann ich eigentlich nicht mehr werden. Kann ich eigentlich nur noch besser werden und
Je besser ich bin, desto mehr gefällt euch das. Gehe ich zumindest von aus, weil, ne, man lernt daraus. Jetzt zum Schluss, ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe noch eine Überraschung für euch. Gestern Abend, das heißt gestern Abend, heute Morgen, LP John Meyer, ich war bei ihm auf dem TS, hat ein bisschen gequatscht und sagt, hier, ich habe noch ein paar Keys, wem fehlt das und das Spiel? Von uns, sagt er. Ich sage, ich gehöre zwar nicht zu euch unbedingt dazu, aber mir fehlt das auch noch. Tja, jetzt hat er mir zwei neue Spiele geschenkt, weil er ein paar Keys davon über hat. Ich werde dazu natürlich eventuell Videos machen oder halt Livestreams machen. Er hat mir folgende Spiele geschenkt und dafür möchte ich auf jeden Fall nochmal Danke sagen an LP John Myers an dieser Stelle. Das ist einmal Bausimulator Gold Edition und Bussimulator 16. Das ist ja eigentlich auch eine schöne Sache. Das ist ja so im Grunde genommen fast geplant als Omsi-Nachfolger. Werde es natürlich nicht werden. Es ist nicht annähernd komplex. Und ich habe es jetzt auch gestern Abend noch einmal kurz, oder was heißt gestern Abend, heute Morgen einmal kurz installiert und ausprobiert. Es war schon, sieht schon gar nicht so schlecht aus. Es ist auf jeden Fall einfacher zu machen als Omsi. Omsi heißt nicht, dass ich dann Omsi in eine Schublade stecke und das ist weg. Natürlich nicht. Aber ich würde da bestimmt mal ein Angezockt oder sowas zu machen. Und auch zu Bausimulator, das weiß ich auf jeden Fall, macht LP John Myers mit seiner Community ein bisschen effektiver und ein bisschen mehr. Da würde ich auch gerne reingucken. Genauso habe ich von LP John Myers auch noch das Spiel gekriegt, Transocean 2 Revivals. Das geht bis zu 8 Spielern und hätte ich auch mal richtig Bock, einen Abend zu zocken. Aber wie gesagt, da könnt ihr dann nochmal was in die Kommentare zu schreiben, was ihr dazu denkt. Zu den Spielen, zu dem Projekt. Vielleicht auch mal zusammen als Community, wenn ihr das auch habt, das Spiel, dass wir einfach vielleicht mal gucken, irgendwas zusammen zu zocken. Spintail, es geht leider nur mit 4 Leuten. Ich habe schon so viele Anfragen gekriegt, wollen wir nicht mal zusammen? Habe ich gesagt, nein, geht leider nicht. Und auch viele meiner Kumpels haben das auch. Also, das ist eine ganz schwierige Geschichte. So, das war es eigentlich aber auch schon. Mein Zettel ist abgearbeitet. Habe ich irgendwas vergessen? Ich meine, nein. Tja, dann hoffe ich und wünsche, dass ihr zahlreich als Kommentare hier natürlich drunter schreibt, dass ihr vielleicht auch auf Discord mit drauf kommt oder auf Facebook mir ein Like da lässt oder vielleicht sogar auf Twitter. Twitter habe ich ja sogar auch. Stimmt. Taido, hätte ich fast vergessen. Der Taido hat mir vorgeschlagen, einen Live-Upload-Plan zu machen. Das heißt, er wird einen Upload-Plan zur Verfügung stellen, in Schriftform, in einer Tabellenform sozusagen. Den Link dazu würde ich bei mir oben in Kanalbanner mit reinsetzen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Video ausfällt, so wie heute zum Beispiel die Kanalschau auf dem Mittwoch, würde er das natürlich reinschreiben, mit zum Beispiel einen Grund dazu könnte man denn noch dazu nehmen oder vielleicht, dass man das einfach verschiebt, dass man einfach sagt, okay, Freitag kommt kein ETS, dafür kommt es Sonntag oder es kommt Samstag oder vielleicht es kommt schon Donnerstag anstatt Freitag, dass man halt solche Sachen vielleicht damit reinnimmt. Und dazu würde ich auch gerne mal eure Meinung wissen. Ne? Kommentarfunktion nutzen. Von daher würde ich sagen, das war es soweit von meiner Seite. Taido, vielen Dank für den Hinweis. Ich bedanke mich meinen 7 Zuschauern, die jetzt hier live, sich das erste Mal die Live-Kanalschau angeschaut haben. Vielleicht ist es ja was für die Zukunft, dass wir jetzt mittwochs abends eine Live-Kanalschau machen. Mit vielleicht Diskussionen oder sowas. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!